Die prophetische Sunna und ihre Stellung in der Gesetzgebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, und was euch der Gesandte gibt, nehmt es, und was er euch untersagt, enthaltet euch dessen. Und fürchtet Allah, wahrlich, Allah ist streng im Strafen. Ich bezeuge, dass es keine Gutheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Wenn die Reform der Gesellschaft eine Tür hätte, wäre der Ratschlag bestimmt der Schlüssel. Ein wahrer Spruch, der die Rolle des Ratschlages bei der Verbesserung und der Reform der Gesellschaften ausdrückt, weil er effektiv zum Schutz der Personen und Gesellschaften gegen jegliche Perversion und zur Motivierung zum Fortschritt und Erfolg in den unterschiedlichen Bereichen beiträgt. Denn es besteht ein ganz großer Unterschied zwischen der Gesellschaft, in der der Ratschlag herrscht, und der Gesellschaft, in der jedes ihrer Mitglieder nur für seinen persönlichen Nutzen und sein zeitliches Vergnügen lebt, ohne sich für die Verbesserung und Reform seiner Umgebung zu interessieren. Aus diesem Grund genießt der Ratschlag in unserer edlen Religion eine hohe Stellung. Er wird als der wichtigste Pfeiler und die Hauptstütze der islamischen Brüderlichkeit betrachtet. Wie es in einem von Al-Bukhari und Muslim überlieferten Hadith steht, Religion ist aufrichtiger Ratschlag. Hinsichtlich der Ratschlagerteilung für alle im Umfeld gab der Prophet, möge Allah ihn in ihren Haltung im Wohlergehen schenken, ein hervorragendes Vorbild. Dabei versuchte er, ihre Seelen zu verbessern, sie vor dem zu warnen, was ihnen in ihrem Jenseits und Diesseits Schaden zufügen kann. Sie darauf hinzuweisen, was ihnen passt, und in ihnen den Wunsch nach dem zu erwecken, was sie Allah dem Erhabenen näher bringt. Sein ganzes Leben, möge Allah ihnen in ihren Haltung im Wohlergehen schenken, beschäftigten sich seine Reden und Taten mit dem Ratschlag erteilen und Wunsch des Guten. Er wies auf alles Gute hin und riet von allem Bösen ab. Der Prophet, möge Allah ihn in ihren Haltung und im Wohlergehen schenken, hatte verschiedene Mittel und Wege, mit denen er den Menschen Ratschläge erteilte. Manchmal erteilte er seine Ratschläge in Form von Lob und Anerkennung oder Aufforderung und Anhalten, damit die Ratschläge effektiv und wirkungsvoll werden. Dazu gehört der Bericht von Abdullah ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass der Prophet, möge Allah ihn in Ehrenhaltung und Wohlergehen schenken, zu Hafsa, möge Allah mit ihr zufrieden sein, sagte, ein vortrefflicher Mann wäre Abdullah, wenn er in der Nacht betete. Diese wenigen Worte haben das Leben von Ibn Umar grundlegend verändert, so dass er das Gebet in der Nacht nur selten ließ. Es gibt viele andere Situationen, in denen der Prophet, möge Allah ihn in Ehrenhaltung und Wohlergehen schenken, vieles sagte, was Wohlwollen und Liebe ausdrückt und seine Bestrebung nach Güte zeigt. Das beste Beispiel dafür sind seine Worte, als er ihm sagte, ich mag dich, Muad. Dann sagte er ihm, vergiss nicht zu jedem Gebet zu sagen, o mein Herr, helf mir, deiner zu gedenken, dir zu dienen. Dazu gehört auch der Hadith, in dem der Prophet, möge Allah ihn in Ehrenhaltung im Wohlergehen schenken, sagte, O Abu Dhar, ich sehe, dass du schwach bist, und ich liebe für dich, was ich auch für mich selbst liebe. Werde nicht ein Führer, auch nicht über zwei Personen, und verwalte nicht den Besitz der Weisen. Wenn wir uns die vielen prophetischen Ratschläge ansehen, die
in den Sunna Wirken zu finden sind, werden wir erkennen, dass sie mit den Bedürfnissen und Problemen der Menschen eng verbunden sind und dass sie diesen Bedürfnissen und Problemen Rechnung tragen. Während er einigen Leuten den Ratschlag gibt, sich in Anbetungshandlungen zu bemühen und sie zu mehren, gibt er einigen anderen den Ratschlag, sich hinsichtlich der Anbetungshandlungen zu mäßigen, und zwar, wenn er meint, dass sie übertreiben und sich zu einigem verpflichten, was sie nicht ertragen können. Dazu gehört sein Ratschlag an Uthman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, als er von dessen Übertreibung in der Anbetung erfahren hatte, fragte er ihn, O Uthman, hast du dich von meiner Sunna abgewandt? Er antwortete, nein, bei Allah, Gesandter Allahs, sondern ich strebe nach deiner Sunna. Da sagte ihm der Prophet, ich bete und schlafe, faste und esse und heirate Frauen. Als Uthman fürchte Allah, denn deine Familie hat Rechte dir gegenüber. Dein Gast hat auch Rechte und dein Körper hat Rechte, die du berücksichtigen sollst. Also faste und esse, bete und schlafe. Manchmal sah der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, dass einige seiner Gefährten zum Diesseits neigten. Dann warnte er sie davor, sich dadurch täuschen zu lassen oder daran zu hängen. Dazu gehört der Bericht von Hakim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, indem er sagte, ich habe den Gesandten Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, um Vermögen gebeten und er gab mir. Dann habe ich ihn gebeten und er gab mir. Dann sagte er zu mir, O Hakim, dieses Geld ist frisch und schön. Wer davon mit Großmut nimmt, dem wird es gesegnet. Wer es aber sehnsuchtsvoll nimmt, dem wird es nicht gesegnet. Und er gleicht demjenigen, der isst, ohne satt zu werden. Die obere Hand ist besser als die untere Hand. Dieser Ratschlag machte einen großen Eindruck auf Hakim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und beeinflusste ihn so stark, dass er dem Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, versprach, niemanden nach ihm um etwas zu fragen, und er hielt sein Versprechen sein lebenslang. Dazu gehört auch der Hadith von Abdurrahman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, ihm sagte, verlange nicht nach der Führerschaft, denn wenn du mit dieser unaufgefordert beauftragt wärst, wird dir dabei geholfen. Und wenn du sie nach Verlangen inne hast, wirst du ihr ausgeliefert sein. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Guddah außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Geschwister im Islam, die Ratschläge des Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, variieren je nach den Umständen. Manchmal waren sie vertraulich, manchmal öffentlich, einzeln oder gemeinschaftlich. Zu den gemeinschaftlichen Ratschlägen gehört sein Ratschlag an die Jugend. O ihr jungen Leute, wer von euch in der Lage ist, dem Pflichten der Ehe nachzukommen, der soll heiraten. Denn dies hilft, die Blicke zurückzuhalten und die Keuschheit vor Schändlichkeiten zu wahren. Wer dies jedoch nicht zu tun vermag, der soll fasten, denn es ist eher für ihn ein Schutz. Dazu gehört auch der Hadith, in dem der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, sagte, haltet euch an die Wahrhaftigkeit, denn
Die Wahrhaftigkeit führt zur Rechtschaffenheit und Rechtschaffenheit führt wahrhaftig zum Paradies. Der Mensch befleckt beharrlich die Wahrheit zu sprechen, bis er bei Allah als Wahrhaftiger verzeichnet wird. Und wahrhaftig, die Lüge führt zur Frevelhaftigkeit und die Frevelhaftigkeit führt zum Höllenfeuer. Der Mensch befleckt so lange zu lügen, bis er bei Allah als Lügner verzeichnet wird. Es könnte auch sein, dass der Ratschlag von etwas begleitet wird, das die Aufmerksamkeit des Angesprochenen erregt und ihm ein Gefühl der Wichtigkeit vermittelt. So, wie es der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, mit Abdullah ibn Umar, möge Allah mit beiden zufrieden sein, getan hat, als er ihn bei seiner Schulter nahm und zu ihm sagte, sei auf dieser Welt wie ein Fremder oder wie derjenige, der sich auf einer Durchreise befindet. Und als er Uthman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, auf die Schulter klopfte und zu ihm sagte, O Uthman, es kann sein, dass Allah, der Erhabene, dich mit einem Hemd bekleidet, wenn die Heuchler von dir verlangen, es auszuziehen, dann zieh es nicht aus, bis du mir begegnest. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Ratschläge des Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, dessen aufrichtige Liebe zu seinen Gefährten und das Ausmaß seiner Zärtlichkeit ihnen gegenüber widerspiegeln. Kein Wunder also, dass diese Ratschläge eine in der ganzen Geschichte beispiellos einzigartige Generation zur Folge hatten. O Allah, lass uns die Sicherheit in unseren Staaten erfreuen und leihe unseren Geschäftsführern den Erfolg und bewahre unsere Heimatländer für Tyrannei und Verderbnis. Und Allah weiß es am besten.